Diese Frau ist ein Star. Mehr als 300.000 Menschen verfolgen täglich ihr Leben. Luisa Dellert aus Braunschweig. Rund um die Uhr stellt sie Videos und Fotos aus ihrem Leben ins Netz. Eine neue Form der Reality-Show, die immer mehr Menschen fasziniert. Bekannt wurde sie durch ihren Kampf gegen den Schlankheitswahn. Macht keine Diäten und hungert euch nicht runter, nur weil ihr anderen Leuten gefallen wollt. Auch Riccardo Simonetti ist ein Star. In der Schule wurde er für sein Aussehen gehänselt. Heute wird er dafür gefeiert. Für den Jungen aus der Provinz ist das erst der Anfang seiner Karriere. Ich habe auch ein Tattoo, das mich jeden Tag daran erinnert, wo ich mal hin möchte. Bekannt wurde er mit klugen Texten über sich selbst. Ich war ein Teenager, der immer ausgegrenzt wurde und immer mit Mobbing und sowas zu kämpfen hatte. Heute trifft er Popstars wie Katy Perry oder sitzt bei Events an der Seite von Hollywood-Star Goldie Hawn. Besonders Teenager lieben seine tägliche One-Man-Show. Das ist wie eine Fernsehshow, die man jeden Tag produziert. Ja, es ist im Endeffekt 400 Mal diese Bewegung. Aber wie verdient man mit sowas Geld? Und was ist daran so faszinierend? Auch Luisas Freund Jan Körber filmt sich mittlerweile täglich fürs Netz. Wie verändert so ein Leben den Alltag? Ich merke zum Beispiel, wenn wir viel unterwegs sind, ist das Erste, was wir machen, anstatt uns zum Beispiel einen Kuss manchmal zu geben, das Handy rauszuholen. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so negativ. Ja, ich dachte, ich komme mal online. Also, bei mir gibt es heute Morgen einmal, muss ich gleich noch schneiden, Apfel, Weintrauben und Chia-Pudding. Esse ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber manchmal darf das ruhig mal sein, ne? Okay, ich gehe jetzt offline, mache mein Essen und wünsche euch einen schönen Tag. So, wir hören uns nachher. Bis dann! Das haben gerade 4.500 Leute live im Netz mitverfolgt. Also ich war schon immer so in meiner Jugend. Ich hatte nie ein Problem damit, wenn Leute mich sehen, wenn die mich vielleicht auch in peinlichen Situationen sehen oder so. Mir war es nie unangenehm. Und ich habe halt auch nichts zu verheimlichen. Und genau deswegen habe ich damit gar kein Problem, wenn Leute mir bei meinem Alltag so zugucken oder mich halt auch privat kennenlernen oder auch wenn ich mal weine oder schlechte Laune habe, ist mir überhaupt nicht peinlich. Also ich finde eigentlich, es gehört zu meinem Leben dazu, dass fremde Leute mein Leben quasi beobachten. Luisas Hamburger Wohnung wird zum Fernsehstudio. Hier filmt sich seit kurzem auch ihr Freund Jan für Instagram. Das funktioniert ähnlich wie Facebook, gilt aber als hipper. Und ich überlege gerade, was es gibt. Ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken, mir heute das allererste Mal in meinem Leben Risotto zu machen. Nur ein Klick und das Video ist online. Für tausende Menschen zu sehen. Und so sieht das Ergebnis aus. Und ich überlege gerade, was es gibt. Ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken, mir heute das allererste Mal in meinem Leben Risotto zu machen. Also Freunde, wenn ihr vielleicht eine coole Rezeptidee zum Thema Risotto habt, teilt sie gerne mal mit mir und schickt mir das Rezept rüber. Jan ist über das Handy in ständigem Kontakt mit seinen Fans, den Followern. Sie können ihm Nachrichten schreiben und so Einfluss auf seinen Alltag nehmen. Statt Risotto kocht er jetzt Couscous. Grundsoße habe ich schon mal gemacht, mit ein bisschen Gemüsebrühe und Tomatenmark reingehauen. Da kommen dann gleich noch die Gewürze rein. Dann kommt der Couscous dazu und zum Schluss die Soße. Ja, und dann toppe ich das noch ein bisschen. So Leute, Jan kocht gerade. Es gibt gleich gesundes Mittagessen und danach natürlich auch ein Rezept für euch, das ihr danach kochen könnt. Und ich werde euch gleich mal ein Feedback geben, ob das Essen überhaupt schmeckt oder ob ihr lieber eins von meinen Rezepten testen solltet. So Freunde, das war's auch schon. Ich habe jetzt hier drei Sachen am Start. Einmal die Soße, hier die Soße, dann das angedünstete, sagt man dünstete, angedünstete Gemüse und den fertigen Couscous. Auf Instagram kann jeder ein Star werden und genauso schnell wieder verschwinden. Aufmerksamkeit ist das Kapital. Deshalb versuche ich das jetzt noch ein bisschen besser in Szene zu setzen hier, die ganze Geschichte. Also es gab bei mir gar kein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, dass ich das wirklich als Beruf machen möchte. Es war ein schleichender Prozess, das kam mit der Zeit einfach.
Letztlich gefällt mir der Tagesablauf, jederzeit das machen zu können, was ich gerne möchte. Und irgendwann war es dann halt soweit, dass ich durch die Einnahmen mein Leben deckeln konnte. Und ja, dann bin ich den Schritt gegangen. Ey, dauert hallo? Das jetzt noch lange? Das dauert noch, stell mal einen Timer. Ich glaube noch, weiß ich nicht, sagen wir mal 5 Minuten, okay? Ey, dafür, dass du hier komplett das Essen gekocht bekommst. Ja, ich bin mal gespannt, wer es sauber macht. Okay. Jetzt wird das Ganze noch fotografiert und dann können wir endlich essen. Gehen wir mal nach draußen. Tageslicht ist mal geiler. Kannst du mir die Tür mal aufmachen? Bitte. So, das waren ja noch nicht mal 5 Minuten jetzt. Das stell ich mal nicht so an. So, darf ich das jetzt hier kaputt machen, das Bild? Es ist absolut in Ordnung jetzt. Ja, ist okay. Ja. 3000 Leute haben Jans Mittagessen mit Gefällt mir markiert. Flughafen Berlin-Tegel. Internetstar Riccardo Simonetti ist gerade gelandet. Hallo Leute, wie ihr da im Hintergrund seht, werde ich heute wieder von einem Kamerateam begleitet. Dieses Mal vom NDR. Und die sind so quasi mein Schatten. Ich weiß nur nicht, ob ich zu schnell gehe gerade. Hui. Alles, was Riccardo erlebt, filmt er und stellt es sofort ins Netz. Ob Fashion-Event, Zähneputzen oder Promi-Party. Seine Fans sind fast in Echtzeit dabei. Das macht seine Show für viele so faszinierend. Ich kaufe gerade alle Zeitschriften in der Woche, in denen ich drin bin. So, 13 Euro. Schaut mal, Leute, das ist die Ausbeute, die ich gerade am Kiosk gemacht habe. Und zwar, man mag es kaum glauben, bin ich in all diesen Magazinen bzw. Zeitungen drin diese Woche. Und ihr seid ja immer so fleißig und spottet mich immer und schickt mir das. Nur deswegen weiß ich das und ich freue mich da jedes Mal drüber. Und ich zeige euch mal, wie das Ganze so aussieht. Warum dieses Foto? Warum dieses Bild? Ich habe mich selber, zum Beispiel in der bunten, habe ich mich selber immer hier hinten in die ganzen Society-Seiten reingeklebt, damit ich so zwischen diesen ganzen Stars drin bin. Ich habe mir das dann immer angeguckt, um mich selber daran zu gewöhnen und mir das selber besser vorstellen zu können, weil ich geglaubt habe, wenn ich mir das immer wieder vorstellen kann, dann wird das auch irgendwann mal klappen. Und deswegen habe ich noch ganz viele Ausgaben zu Hause, wo ich mich früher einfach reingeklebt habe. Und wenn du jetzt siehst, dass du es gar nicht machen musst, weil du da drin bist, sogar mehrmals, dann hast du halt einfach das Gefühl, dass du wirklich alles erreichen kannst. Und dass, auch wenn sich das naiv anhört und das vor 10 Jahren bestimmt die Leute darüber gelacht haben, jetzt bestimmt auch noch Leute darüber lachen, die das hören. Ich habe da total dran geglaubt und es ist so schön zu sehen, dass dieser bloße Glaube allein das irgendwie erreichen kann. Und das möchte ich auch den Leuten mitgeben, dass sie sich nicht beirren lassen und einfach versuchen, ihre Träume in die Tat umzusetzen, egal ob andere Leute darüber lachen. Zurück in Hamburg. Weil Luisa und Jan so viele Fans haben, sind sie für die Werbeindustrie attraktiv. Sie gelten als Influencer, Beeinflusser. Unternehmen bezahlen ihnen Geld für Kooperationen. Dafür, dass die beiden auf ihrem Kanal Produkte in die Kamera halten oder Videos für die Firmen drehen. In jedem Falle gilt, Lou und Jan wollen sich richtig in Szene setzen. Ich finde Lous Einstellung zum Sport derbe gut. So, ich finde, das ist ein echt ein guter Mix aus sehr engagiert sein, aber so, Freundin darf ich nicht sagen, ne? Oh, Alter. Wir gehen gleich eine Runde laufen.
Wir beide gehen jetzt gleich eine Runde laufen und Lus Ziel ist es ja, das Ding in unter 2 Stunden zu rocken. Grundsätzlich finde ich, dass sie... Das Ding, die Leute wissen nicht, was du mit das Ding meinst. Halbmarathon. Oh, ey. Ja, Entschuldigung. Wir düsen jetzt erstmal los. Auf geht's. So, kannst du dich damit anfreunden? Das war schon nicht schlecht, aber es ist jetzt trotzdem nicht rausgekommen, dass du es gut findest, dass ich generell ehrgeizig bin, aber auch das gesundheitsmäßig ganz gut ist, aber dass es jetzt beim Halbmarathon du es geil findest, dass ich wirklich mir den Arsch aufreiße, um das Ziel zu schaffen. Grundsätzlich finde ich, dass sie eine ganz geile Einstellung zum Thema Sport hat. Das finde ich ein ganz guter Mix aus sehr engagiert sein, aber trotzdem halt eine gesunde Basis zu haben. Muss sie sich auf jeden Fall den Hintern aufreißen, aber das weiß sie auch. Und wir laufen jetzt erstmal los. So, jetzt habe ich, hab ich aber in die Kamera geguckt. Guck mal, ob das in Ordnung ist. Hallo. Hallo. Danke. Heute steht für mich eine richtige Premiere an. Und zwar moderiere ich heute den Deutschen Bloggerpreis. Und ich bin total aufgeregt, aber ich freue mich drauf. Und ich bin mir sicher, es wird gut. Ricardo lädt seine Videos vor allem bei Snapchat hoch. Hier werden alle Videos nach einem Tag gelöscht. Für seine Fans ein besonderer Reiz, immer dran zu bleiben. Für Ricardo der Druck, immer neue Videos, Snaps abzuliefern. Ich habe mal ausgerechnet, ich mache so im Durchschnitt 350 Snaps pro Tag. Das ist so ungefähr 1 Stunde Videomaterial. Und Selfies sind noch nicht inklusive, also Bilder kommen auch noch dazu. Und es ist im Endeffekt 400 Mal diese Bewegung. Deswegen ich auch so einen dicken Oberarm habe, bin ich mir ganz sicher. Und es ist quasi wie eine Fernsehshow, die jeden Tag produziert wird, selber. Backstage beim Bloggerpreis. So, die Proben sind vorbei, jetzt wird's ernst und wir sind hier schon am Vorbereiten und Sven ist da. Hallo Sven. Meine Stimme. Hallo Sven. Man überschlägt sich so. Soll ich mich hinsetzen? Ja. Ich habe heute nur so stille Snapchat-Protagonisten. Ihr wollt alle gar nicht reden. Naja, was mache ich, wenn niemand mit mir spricht? Ich spreche mit mir selbst. Also meine Generation findet Stars oft gar nicht mehr interessant. Die können sich gar nicht mehr damit identifizieren. Und zum Beispiel, ich habe früher alle Klatschmagazine gelesen, um das zu tun, was unsere Follower heute mit Instagram tun, um Teil an deren Leben zu haben. Und ich glaube, dass das Leben von denen nach außen hin langweilig geworden ist, weil die alle Angst bekommen haben, wenn sie zu viel Einblick darin gewähren. Und deswegen war Popkultur ganz, ganz lange langweilig. Und ich glaube, dass deswegen die Menschen einfach nach neuen Ventilen suchen, um anderen Menschen bei ihrem Leben zuzugucken, die ein interessantes Leben führen. Deswegen glaube ich auch, dass Social Media Stars für Menschen heute so interessant sind. Das ist übrigens nur mein Outfit für den roten Teppich. Ich habe noch ein zweites für die Moderation, aber ich hing schon voll hinterher. Das Interesse, das Ricardo auf sich gezogen hat, will er hier weiter anheizen. Er muss die richtigen Hände schütteln, gesehen werden, stattfinden. Hallo! Für andere ist es oft so ein Ding, ja, ich bin Influencer und ich bin da irgendwie reingerutscht. Und für mich ist es einfach so, das ist die einzige Welt, die es einem Jungen wie mir erlaubt, ich selbst zu sein. Und dafür bin ich jeden Tag dankbar und schätze das total. Und ja, es ist echt jeden Tag wieder ein Traum, der in Erfüllung geht. Das kann man gar nicht anders beschreiben, so kitschig sich das auch anhören mag. Und hier geht's weiter. Da ist der Payman. Hallo Payman! Und da gibt's eine Fotowand von Mädchen. Guckt euch das mal an. Wer wollte nicht schon immer mal auf dem Mädchenmagazin-Cover sein? Unter dem C? Gut, dass die Chefredakteurin von Mädchen auch da ist. Es gab für mich nichts Schöneres, als auf dem Mädchencover zu sein. Das ist nicht so. Ja, natürlich. Super gerne. Gab es das schon mal? Nein. Wenn man das als Junge darf, ist das ein Privileg. Ich gebe dir nachher mein Kärtchen und dann können wir mal telefonieren, weil super das soll ja auch in deinem Sinne sein. Und dann können wir mal über Inhalte, was du eigentlich transportieren möchtest. Ja, voll gerne. Ja? Können wir auch gleich nachher quatschen. Okay. Ja. Ich würde dir so gerne auch noch mal jemanden vorstellen, noch mal ein Foto machen. Kann ich ganz schnell ein Foto machen? Ja, klar, kein Ding.
Klasse, danke. Dann. Bleibst du noch mal kurz dazu? Hallo? Gerne. Luisa und Jan sind auf dem Weg in ihre alte Heimat nahe Braunschweig. Bald wollen sie wieder dorthin ziehen, raus aufs Land. Etwas mehr offline? Inzwischen ist es schon so, dass ich mir an manchen Tagen eher wieder eine normale Beziehung wünsche. Normale Beziehung heißt für mich, dass wir mal ein paar Tage nicht die ganze Zeit darauf aus sind, Fotos zu machen, auf Instagram was zu posten. Wenn wir in irgendeiner Stadt sind, die wir besichtigen, kurz anhalten müssen, weil noch irgendwie eine Kooperation abgeliefert werden muss. Also das sind Sachen, die, glaube ich, eine Beziehung stören können. Also wir kennen es jetzt so, aber ich sehne mich tatsächlich manchmal wieder nach einer normalen Beziehung, muss ich ehrlich sagen. Wie ist das bei dir? Ja, ich glaube, das ist Fluch und Segen zugleich, ne? Ja, es ist natürlich schwierig, immer irgendwie einen guten Mittelweg zu finden. Und gerade in der Branche, so in der Welt, in der wir uns bewegen, ist es einfach schwierig zu sagen, ich mache Punkt um 17 Uhr das Handy aus und wenn dann eine wichtige Mail kommt, so, die bearbeite ich erst morgen. So, manchmal ist es einfach besser oder bringt dir einen Vorteil, wenn du dann einfach mal direkt antwortest oder so. Aber lange Rede, kurzer Sinn, da sind wir im Moment ja auch dran, ein bisschen uns feste, private Slots zu schaffen. Also, dass wir wirklich bewusst mal sagen, wir machen irgendwie um, weiß ich nicht. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, ist doch so, oder nicht? Ja, wir organisieren das gerade. Ja, wir sind dass wir abends mal ins Kino gehen, das Handy bewusst zu Hause lassen. Es klingt jetzt für normale Leute total bescheuert. Ja. So, aber letztlich verdienen wir damit unser Geld. Und das, ich erwähne es noch mal, das ermöglicht uns im Moment das Leben, was wir führen. Und das ist ein ziemlich cooles Leben. Und da muss man auch mal, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Das ein oder andere Opfer bringen. Also ich glaube, ich würde eher den Stecker öfter mal gern ziehen, als Jan es tut. Und da müssen wir uns einfach so ein bisschen arrangieren, dass das halt trotzdem noch klappt. Und dass es halt nicht unsere Beziehung beeinflusst, beziehungsweise es nicht irgendwann so ist, dass Jan mit dem Handy verheiratet ist, sozusagen, oder ich mit meinem, sodass wir gar nichts mehr voneinander irgendwie haben. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so negativ. Wie sieht es anders, weil ich wahrscheinlich schon 3 Jahre im Geschäft bin und Jan jetzt erst so auf seinem Höhepunkt vielleicht ist, keine Ahnung. Du hast schon recht, man muss da auf jeden Fall sein Geld mit verdienen, aber also ich will später mein Geld eher im Offline-Bereich verdienen. Das ist immer so ein kleiner Punkt bei uns. Fünf Minuten bis zum Auftritt. Hier ist Ricardo ein Star. In seinem bayerischen Heimatstädtchen war das früher anders. Ich war ein Teenager, der immer ausgegrenzt wurde und immer mit Mobbing und sowas zu kämpfen hatte und heute immer noch zu tun hat mit solchen Sachen. Und deswegen bin ich ja so dankbar dafür, dieses Leben zu führen, indem ich einfach mich selber ausleben kann und der Mensch sein kann, der ich sein will und andere noch dazu inspirieren kann, zu sein, wie sie sein sollen und wie sie sein wollen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ricardo Simonetti. Mir wird heute die Ehre zuteil, den Deutschen Blogger Award zu moderieren. Und ich bin wahnsinnig aufgeregt, weil ich für gewöhnlich... für mich ist es heute also ein ganz besonderes Event, weil ich zum ersten Mal von einem Live-Publikum moderiere und das für mich auch so ein bisschen ein Schritt in meine Zukunft sein soll. Weil ich mich weiterentwickeln will und weil ich möchte, dass in 5 Jahren in meinem Namen nicht mehr Blogger steht, sondern was anderes. Und deswegen bin ich super aufgeregt. Luisas altes Elternhaus. Hier will sie bald ein kleines Fitnessstudio eröffnen. Ein Neustart. Der Gedanke, ihr Leben zu verändern, kam ihr schon vor längerer Zeit. Hey, komm her. Dein Ernst, ey. Komm her. Ich habe mich damals durch Instagram dazu inspirieren lassen, wirklich abzunehmen und ein Sixpack haben zu wollen. Und dann habe ich mich von 55 Kilo auf 46 Kilo runtergesportelt und gehungert.
habe das alles natürlich auf Instagram festgehalten und erschreckenderweise fanden das viele Leute toll, diesen durchtrainierten Sixpack, diese dünnen Beine, die Lücke zwischen meinen Beinen. Also das ist wirklich sehr gut angekommen. Und irgendwann hatte ich dann eine Herz-OP. Ich bin in meinem Sport ganz oft umgekippt und habe mich untersuchen lassen. Und da ist dann rausgekommen, dass ich ein Loch in der Herzklappe habe. Und ja, seit dem Zeitpunkt hat sich bei mir eigentlich alles geändert. Ich habe meine Sicht der Dinge so ein bisschen geändert, weil ich dachte, hey, du liegst jetzt im Krankenhaus, hast ein Sixpack, kannst vielleicht sterben bei der OP, aber was hat dir das in deinem Leben gebracht? Und seitdem probiere ich einfach den Leuten auf diesen Social-Media-Kanälen zu sagen, hey, ihr habt nur dieses eine Leben, lebt das so, wie ihr wollt. Natürlich macht Sport, weil das ist gesund, aber macht keine Diäten und hungert euch nicht runter, nur weil ihr anderen Leuten gefallen wollt. Der letzte Tag der Badesaison. Hunde schwimmen im Stadtbad gleich nebenan. Luisas Follower sind auch da. Ja, 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 ja. Was ist los? Ja, damit habe ich natürlich nicht gerechnet, dass überhaupt Leute heute kommen, wenn wir zum Hundeschwimmen aufrufen. Von daher ist das echt mega cool. Und auch wenn die halt voll weit wegkommen, ne? Das ist halt für uns überhaupt nicht selbstverständlich. Und da denke ich auch immer noch, das würde ich wahrscheinlich vielleicht gar nicht machen für jemanden, den ich gar nicht richtig kenne. Von daher ist das schon ziemlich süß. Jette, sag mal hallo. Jette und Carla machen jetzt einen Hundefreischwimmer. Ne? Einmal schwimmen und einmal einen Ball rausholen. Und dann gibt es ein Freischwimmerabzeichen. Manche Fans sind sogar 300 Kilometer gefahren, um sie zu treffen. Ich finde schon, dass sie so für mich ein Vorbild ist, weil durch ihre Texte hat sie es einfach geschafft, dass es für mich einfach in meinem Herzen ankommt, dass man halt selber auf sich achtet. Und für mich ist sie auf jeden Fall ein Vorbild. Der Bloggerpreis in Berlin. Noch mehr Aufmerksamkeit für die Marke Riccardo Simonetti. Danke. Oh Gott, danke. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten deutschen Bloggerpreis. Aber ich habe mir fest vorgenommen, Snapchat heute Abend zu durchbrechen, damit wir alle Spaß haben können. Und danke, danke. Wow, Leute, ich bin fertig und es hat so viel Spaß gemacht. Alle Leute fanden es toll und hatten Spaß und Gott, jetzt bin ich so erleichtert, das kann ich euch gar nicht sagen. Gleich neben Luisas Elternhaus soll ihr Freiluft-Fitness-Center entstehen. Geschäftsidee? Die Online-Prominenz für die Offline-Welt nutzen. Vorne kommen die großen Fenster rein, ne, damit du das Ganze gut Licht durchflutet hast. Ist das auch alles dann noch überdacht? Ja. Das ist alles Gym. Ja, alles Gym. Warte. Kannst du noch mal zwei holen? Was? Ja, was? Bretter? Zwei brauchen wir noch. Oder eins würde vielleicht rein. Ich habe noch einen Rest hier. Nur fast. Man könnte schon sagen, dass das auf jeden Fall ein Anfang für das Projekt Offline ist, weil wir ja hier wirklich vor Ort die Leute haben wollen. Das heißt, ich möchte nicht nur noch irgendwie im Internet mich vor den Spiegel stellen, sondern mit den Leuten im Offline-Bereich arbeiten mit meinen Followern. Und das könnte man halt hier super machen. Jetzt mal ohne Scheiß, wenn es hier eine Dusche und ein Klo geben würde, nee, dann könntest du hier auch Wochenenden anbieten. So ein Forest-Gym-Wochenende. Und damit könntest du wirklich Business machen. Das hat so noch keiner. Schon wieder Backstage. Fashion Week Berlin. Riccardo hofft auf den Abschluss eines großen Werbedeals mit dem Manager einer Kosmetikfirma. Auf seinem Kanal geht er schon mal in Vorleistung. Damit kann man jeden Tag überbrücken, um die perfekten Haare eine ganze Woche zu behalten. Das gibt's aber auch für blondes Haar und extra frisch. Das ist für jedes Haar. Gerade wären wir noch eine halbe Stunde bis zur Show. Magst du einen Kaffee trinken gehen? Ich würde ein Wasser trinken, also irgendwas Wasser, anderes. Ich trinke keinen Kaffee, okay. Aber eigentlich hätte ich sehr Lust auf was zu trinken. Einmal durchlaufen, ist ja bestimmt auch. Genaue Einkünfte will Riccardo nicht verraten.
So. Dann gehen wir mal ein bisschen hoch. Ja. Und wir treffen uns dann unten wieder. Alles klar. Bis dann. Bis nachher. Im Schnitt zahlen Firmen aber rund 600 Euro pro Video oder Foto. Erfolgreiche Blogger verdienen so mal schnell 10.000 Euro im Monat. Wenig später ist der Deal perfekt und Ricardo schon auf dem nächsten Geschäftstermin. So schön, es ist wunderschön hier, wirklich. Große Marken veranstalten Partys für Blogger und hoffen so, auf deren Kanälen zu landen. Mit Blitz. Im Gegenzug bieten sie Schauplätze für unterhaltsame Fotos. Und Ricardo bekommt so neues Futter für seine Reality-Show. Eine Show mit Werbeunterbrechung. So. Warte. Das ist voll öde. Wollen wir zu McDonald's fahren? Ja! Ich liebe McDonald's. Am Kudamm. Kudamm McDonald's haben wir noch nie gemacht. Hey, da können wir auch geile Bilder machen, wenn wir fahren müssen. Hamburg. Luisa und Jan wollen es wirklich durchziehen. Aufs Land ziehen. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir bauen gerade auf für unseren Fitness-Flohmarkt, beziehungsweise überhaupt Flohmarkt. Wenn ihr noch vorbeikommen wollt, macht das. Von 9 bis 11 stehen wir hier. Und es gibt wirklich alles. Fitnessbücher, Fitness-Tracker und sogar unsere alten Handys verkaufen wir. Morgen! Kommt ruhig rein! Ich zieh gerne beide mal an. Dann machen wir 55 Euro zusammen für alles. Mit der Klimmzugstange. Mit der ja, auf jeden Fall. Ciao, mach's gut. Schön. Danke. Danke. Würdest du ein Foto von uns kurz machen können? Siehst du, dann haben wir es. Komm einmal in die Mitte. Das waren noch mindestens 10, oder? Also auf Dauer ist so ein Leben, glaube ich, nicht umsetzbar. Ne? Also gerade wenn es dann irgendwann mal in Richtung Familienplanung geht, ist das einfach so in der Form nicht mehr möglich. Aber ich glaube, die nächsten paar Jahre können und wollen wir das so noch machen. Ja. Noch eine Frage zu. Ja, da haben wir uns, waren wir uns echt einig gerade. Ja, super, ne? Wow. Ich glaube es nicht. Jede Generation hat ihre eigenen Stars. Die Generation Selfie hat Idole wie Ricardo. Hallo. Ich glaube, wir haben uns auch schon mal getroffen, ne? Bei Fernsehen. Ja, ja. Ach, oh mein Gott, du siehst so anders aus. Wow. Ich habe gar nicht gecheckt, dass du eine Perücke trägst. Ich habe gerade durch die Brille dachte ich so, wow, das sind deine echten Haare. Aber die Farbe ist toll, ich mag die so gerne. Die Farbe ist voll schön. Ist das schön, ist das echt Haar? Das fühlt sich voll real an. So finde ich meine Spitzen auch an. Im Snapchat-Zeitalter werden nicht nur Ricardo, Luisa und Jan, sondern Millionen Nutzer zu Hauptdarstellern und Regisseuren ihrer eigenen Reality-Show. Und die ganze Welt wird zur Bühne. Ricardo ist schwer am Arbeiten. Ricardo. Leute, was Strifey an Make-up hat, habe ich an der Brille. Die bedeckt nämlich ungefähr genauso viel von meinem Gesicht. Das ist der perfekte Make-up-Ersatz, eine riesige Sonnenbrille zu tragen. Ricardo, bist schwer am Arbeiten? Ich habe ein Foto von Strifeys Make-up gemacht. Keine dieser einzelnen Sommersprossen, das ist echt. Wahnsinn, darf ich mal gucken? Das musste ich honorieren. Hallo, Rolf. Los ab, ja, hallo. Lass dich zurück. Wie hat euch die Show denn gefallen? Wir haben leider nicht so viel gesehen. Doch, ich kenne das Gefühl von alleine sein sehr gut. Ich meine, ich bin zwar immer umgeben von Menschen und es wollen immer 100.000 Menschen was von einem, aber eigentlich wollen sie nur was von der Illusion, die sie von dir haben. Und wenn du abends ins Hotel gehst, bist du trotzdem alleine. Aber deswegen bin ich ja so dankbar, dass ich Snapchat habe, weil es für mich wirklich wie eine Beziehung ist, der ich einfach alles erzählen kann. Wie eine echte Beziehung. Es ist eine echte Beziehung.